Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Heute sind Spannungen da in diesem Energiefelder. Wie können wir das verstehen? Alles besteht aus Energie. Und wir Menschen haben auch ein Energiefeld. Dieses Energiefeld, was wir haben, ist unsichtbar. Es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit und sie sehen diese Energiefelder, was wir haben. Hat auch eine Bedeutung, weil das ist unsere Ausstrahlung und gleichzeitig auch unsere Anziehungskraft. Es gibt ein kosmisches Gesetz, all das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und deswegen ist wichtig, dass unserem Energiefeld in Ordnung ist. Und es kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, positiv denken, angstfrei leben. Dann haben wir ein anderes Energiefeld, eine andere Ausstrahlung, eine andere Anziehungskraft. Und so ziehen wir Ereignisse oder Menschen auch an. Andere Menschen haben auch Energiefeld. Dann entsteht Sympathie. Oder es sind Menschen, die sind für uns unsympathisch. Und nicht nur die Menschen haben dieses Energiefeld, sondern auch die Orte. Es gibt Orte, wo uns wohlfühlen und befreit uns. Und es gibt Orte, wo wir das Gefühl haben, wir bekommen keine Luft, weil uns bedrückt etwas. Die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld. Und das kommt von Emotionen von Menschen, die dort gelebt haben oder gearbeitet haben, besonders wenn das längere Zeit passierte, sie hinterlassen ihren Spuren. Es gibt Mittel, das Ausgleichen, Harmonisieren. Und es sind viele verschiedene Arten von Hilfsmitteln wie Düfte oder Klang, oder Musik, oder Farben, oder Mantras singen, oder Pflanzen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Tiere haben auch eine liebevolle, harmonisierende Energie. Und das können wir natürlich auch mit Halbedelsteinen machen, oder mit Kerzen. Die wirksamste ist die Liebe, weil das ist die schöpferische Energie. Und natürlich auch die Glauben. Glauben an Gott und Glauben an uns selbst auch. Und da haben wir schon die Verbindung zum Göttlichen. Und das sind die Verbindungen, auch die harmonisierende Energie. Und natürlich die allerhöchste ist die Glauben, die Gebet und auch die Liebe. Und dazu kommt noch die Einflüsse von außen, die kosmischen Energie, weil die Sterne oder die Planeten oder Sonne und Mond, die beiden Lichter, haben auch Verbindungen. Entweder stehen in Harmonie oder stehen in Disharmonie. Und warum stehen sie in Disharmonie? Nicht, weil sie lieben sich nicht, sondern weil entstehen anderen Elementen. Die Tierkreiszeichen sind zu Elementen zugeordnet, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und es gibt harmonisierende Verbindungen zwischen den Elementen. Zum Beispiel Feuer versteht sich gut mit Luft. Das sind immer harmonische Verbindungen. Oder die Erde mit Wasser ist auch eine harmonische Verbindung. Dann ist die kosmische Energie auch harmonisierend.
Und dann gibt es Entfernungen zwischen die Tierkreiszeichen und die verschiedenen Elemente, die sich nicht vertragen, und entsteht Ungleichgewicht, entsteht Disharmonie. Und so empfinden wir oder so wirkt auf unserem Tag diese kosmische Energie, dass wir diese Spannung spüren. So wie in Natur können wir das auch beobachten. Wenn wir zum Beispiel, aber erstmal muss ich betonen, dass wir alle vier Elemente brauchen, Feuer, Luft und Erde, weil alles sind lebensnotwendig. Aber es gibt Spannung zwischen den Elementen. Denken wir zum Beispiel, wenn wir schwimmen, dann brauchen wir Luft. Wir sind im Wasser. Und wenn wir unten tauchen im Wasser, irgendwann geht die Luft aus. Also das kann auch gefährlich sein. Oder denken wir an die Feuerelement. Wenn die Feuerelement zu viel Wasser bekommt, dann löscht die Wasser die Feuer aus. Oder denken wir auf die Erde. Element Erde, wenn zu viel Wärme bekommt, natürlich brauchen wir die Temperatur oder die Wärme, aber wenn das zu viel ist, weil das Hitze ist, dann trocknet die Erde aus. All das, diese Verbindungen zwischen den Elementen, können wir in Natur auch beobachten, in unserem Alltag. Und so ist auch mit diesem kosmischen Energie, je nachdem, welchem Planet, Sonne, Mond, in welchem Tierkreiszeichen sich bewegt, in welchem Element, dann kann passieren, dass eine gewisse Disharmonie da ist wie heute. Jetzt nicht zwischen Sonne und Mond, das wäre die Halbmond. Halbmond erzeugt auch immer eine Spannung, sondern hier heute entsteht Sonne mit Jupiter in Spannung, Sonne im Wassermann, Jupiter in Skorpion, und die beiden Elemente vertragen sich nicht von dieser Entfernung. Wassermann ist Luftelement, Skorpion ist Wasserelement und die eine stört den anderen. Denken wir auf dem Beispiel, was ich gesagt habe. Wenn wir Luft haben bei Schwimmen und wir brauchen die Luft zum Atmen, wenn zu viel Wasser ist, dann irgendwann geht die Luft aus und das kann sogar lebensgefährlich sein. Oder umgekehrt auch, wenn das ein bisschen Wind kommt, dann ist trotzdem das Wasser noch ruhig. Wenn da aber Stürme kommen, weil zu viel Luft kommt, dann entstehen hohe Wellen. Und so können Sie das verstehen, warum ist diese Spannung da zwischen Sonne und Jupiter heute. Weil die Verbindung zwischen Wassermann und zwischen Skorpion ist in Ungleichgewicht. Das ist entweder zu viel Wasser oder zu viel Luft. Und Thema, welche Themen handelt sich das? Bei Jupiter handelt es sich um Chancen, Möglichkeiten oder Glück. Aber kann auch bedeuten, dass in einer rechtlichen Lage wir diese Unklarheiten haben, kann auch bedeuten, dass wir heute Ungerechtigkeit erleben. Also das ist diese eine Spannung, was heute wirkt. Natürlich gibt es eine Lösung, auf jeden Problem gibt es eine Lösung, und das ist die goldenen Schnittpunkt. Und die goldenen Schnittpunkt zwischen dieser Ungerechtigkeit oder Unklarheiten in diesem Rechtssystem oder bei Glück, wo jemand versucht, das zu verhindern, wo liegt die Lösung im goldenen Schnittpunkt in der Kreiszeichen Steinbock, und genau in diesem Bereich wirkt Saturn. Und das können wir so in Ordnung zu bringen, wenn wir verstehen, dass wir eine Lernaufgabe haben oder wir brauchen Geduld oder wir müssen noch etwas überprüfen oder mal eine Lernaufgabe erteilen für anderen. Und wichtig ist gerade bei Saturn-Prinzip und auch bei Steinbock, das in Ordnung zu bringen. Also wenn es um Ungerechtigkeit handelt, dann
sollen wir das in Ordnung bringen. Und wenn jemand versucht, einen Stein zu legen, weil wir gerade Chancen haben und kommt Einfluss, weil jemand versucht, es zu verhindern, dann haben wir selber entweder eine Lernaufgabe oder wir sollen eine Lernaufgabe erteilen. Daran liegt die Lösung. Und natürlich auch Geduld etwas noch überprüfen, wenn das eine rechtliche Lage ist. Warum geht es nicht voran? Warum sind die Unklarheiten da? Und damit unserem Recht zu holen. Heute entsteht nochmal eine Spannung zwischen Mond und Uranus. Mond im Tierkreiszeichen Steinbock, Uranus im Tierkreiszeichen Widder. Woran handelt sich das bei dieser Verbindung? Um Veränderungen. Mond steht für kleinere Veränderungen, Uranus steht für Umbrüche und große Veränderungen. Steinbock möchte etwas im Ziel setzen, etwas planen, Schritte machen. Diese berühmte 7 Schritte für die Zielerreichung, typisch Steinbock. Und dann kommt die Widderenergie dazu, wo gerade die Uranus bewegt. Widder nimmt da keine Zeit oder Widder ist dazu zu ungeduldig, weil die Widder hat eine Idee und stürmt voran und ist sofort aktiv aus lauter Begeisterung. Und beide erzeugt eine Spannung. Zu viel warten und alles langsam vorbereiten ist vielleicht auch nicht so gut, weil das bremst, aber stürmische Handlung und sofort handeln ist unüberlegt gerade, weil das entsteht auch eine gewisse Spannung oder entstehen die Schwierigkeiten, entstehen die Hindernisse. Also daran besteht diese Spannung zwischen Mond und Uranus, zwischen Steinbock und Widder. Aber ich habe schon gesagt, für jedes Problem gibt es eine Lösung und immer gibt es einen Ausweg. Und wo liegt hier die Lösung, gerade wenn um die Veränderungen geht? Und nun, so ist es bei Mond und Uranus Einfluss, Veränderungen, ein Neuanfang oder etwas zu verändern, nicht zu langsam, nicht zu schnell. Wo liegt die Lösung? In goldenen Schnittpunkt und es befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und was bedeutet, was hilft uns diese Tierkreiszeichen Fische? Erstens, dass wir auf unsere innere Stimme vertrauen, intuitiv handeln. Dann hier entsteht die Wasserelement, nach Gefühl. Aber Wasserelement bedeutet auch, etwas im Fluss zu bringen. Und genau in diesem goldenen Schnittpunkt in Tierkreiszeichen Fischen wirkt auch ein Stern Markab. Also die Markab gibt die Lösung. Markab, dieser Stern, befindet sich im Sternbild Pegasus und das ist die geflügelten Pferd. Die Geschichte ist die Andromeda und Perseus. Perseus befreit Andromeda von diesen Fesseln. Andromeda hat auch Angst und dieser Pegasus ist nichts anderes als diese geflügelten Pferd, wo die beiden Liebenden Andromeda und Perseus dann davon fliegen. Die Befreiung. Wovon sollen wir uns befreien bei diesen Veränderungen? Von unserem Ängsten natürlich und im Vertrauen bleiben, das kommt im Fluss. Diese Sternmarkab bedeutet übersetzt Fahrzeug. Also dieser geflügelten Pferd, aber hat auch eine Richtung und die Richtung ist die Fluss Eridanus und die Fluss Eridanus hat auch ein Ende. Achenar heißt dieser Stern, das Ende des Flusses und da ist eine Quelle. Und diese Quelle natürlich ist unsere innere Stimme, unsere Intuition, weil die Seele spricht zu uns, muss nur reinhören. Aber diese Stimme hören wir in unserem Inneren. Also das ist mal wichtig und das Ende des Flusses bedeutet nicht nur diese Quelle, sondern auch die Ziele, dass die Ziele wir ins Auge behalten.
Das heißt, diese Spannung entsteht zwischen Mond und Uranus. Mond im Steinbock. Steinbock natürlich plant etwas, diese berühmte 7 Schritte des Steinbocks. Und Widder handelt ganz anderes als ein Steinbock, die Widder stürmt los. Und erst dann überlegt vielleicht. Aber erstmal kommt die Bewegung, Begeisterung, Bewegung, dann das Denken. Also das ist die Reihenfolge, der Widder stürmt voran, immer die Erste zu sein. Und wenn die Begeisterung da ist, es kommt dieser Trieb, aktiv zu werden. Natürlich, das ist die Mars-Energie. Und dann setzt man alles sofort in Bewegung. Oft hilft das auch, aber diesmal bei diesem Spannung ist es nicht klug, weil das sind die unüberlegten Handlungen. Und diese Spannung kann ich wieder erklären von den Elementen her. Widder gehört zu Feuerelement und Steinbock gehört zu Erdeelement. Und von dieser Entfernung stören sie sich die Elemente. Für die Feuer ist das zu viel Erde, weil denken wir, wenn wir die Feuer anzünden, zum Beispiel eine Kerze anzünden und holen wir eine Schubkarre Erde und kippen wir auf diese Feuer, auf diese Kerze, was passiert dann? Die Erde vernichtet die Feuer. Umgekehrt ist es auch so, die Erde verträgt die Wärme, aber die Hitze, die zu viel Hitze, zu viel Feuer trocknet die Erde aus. Also und so entsteht diese Spannung zwischen den Energiefeldern und die Lösung ist ein Ausgleich und das, wie ich schon sagte, steht im Tierkreiszeichen Fische, genau in dem Punkt, wo diesem Stern Markab von Sternbild Pegasus wirkt. Und das ist die goldene Mitte, das ist die Lösung, die Mitte zu finden. Und hier handelt es sich um Veränderungen und nicht zu schnell, nicht zu langsam, sondern in die Mitte treffen, im Vertrauen bleiben, in diesem Glauben, alles in Bewegung setzen, Ziele setzen und Vertrauen des Fluss des Lebens und natürlich auch unserem Gefühl, nach Gefühl handeln und hören auf unserem inneren Stimme. Daran liegt die Lösung. Dann haben wir das energetisch mal ausgeglichen. Und das waren die Störfaktoren für den heutigen Tag. Und weil hier Sonne und Mond eine Rolle spielt, einmal Sonne-Jupiter-Spannung, einmal Mond-Uranus-Spannung, Sonne-Mond wirkt auf uns alle. Also das ist nicht nur die Tierkreiszeichen, wo das direkt betrifft, sondern diese Disharmonie zwischen den Energiefeldern spüren wir aber auch alle. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen fange ich an, weil bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Immer noch gilt, Gespräche sind sehr wichtig, klärende Gespräche, Termine zu machen. Die absteigende Mondknoten wirkt auch zurzeit im Wassermann geborenen Zen-Prozess. Das sind karmische Prozesse, kommen karmische Erinnerungen. Und nicht vergessen die Sonne-Jupiter-Spannung. Das handelt sich um Ungerechtigkeit oder Schwierigkeiten in einer rechtlichen Lage. Wo liegt die Lösung? In Mitte, wo Saturn bewegt sich gerade im Steinbock. Das ist die Lösung. Etwas überprüfen, die Lektion daran erlernen. Oder eine Lektion erteilen. Manchmal ist es auch wichtig, Grenzen setzen für anderen und das in Ordnung zu bringen und klug handeln. Das ist die Lösung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist natürlich die Intuition und die Inspiration sehr, sehr wichtig, weil das ist die Stärke, die Fischengeborenen. Aber auch wichtig, das nicht zu verspielen, diese Talente, sondern umsetzen in Realität. Und das ist auch wichtig, alles Altes in Form zu bringen. Was noch wichtig ist bei den Fischengeborenen, die Heilung und auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, weil das kommt eine fließende Energie gerade. Die Fischengeborenen fühlen sich zwar kraftlos zurzeit, kann auch bedeuten, dass sie mit einer männlichen Person gerade Themen haben. Das kann die Liebe, Partnerschaft bedeuten.
obwohl die Thema Liebe, Partnerschaft mal im Allgemeinen sehr fließend ist und aktiv gerade bei den Fischen geboren, kann bedeuten ein Neuanfang in die Liebe und es kommt im Fluss aber nochmal eine männliche Person da, wo sich von Vergangenheit meldet und dann kommen wieder die verletzten Gefühle, entsteht wieder eine gewisse Spannung. Aber diese Mars-Energie kann anderes auch bedeuten, also muss nicht eine männliche Person sein, sondern die Kraft, sich zu durchsetzen im Leben. Und da haben Themen gerade die Fische geboren. Sie haben das Gefühl, sie können sich nicht durchsetzen oder alles ist zu mühsam und sie fühlen sich kraftlos zurzeit. Bei Tierkreiszeichen wiedergeboren entsteht diese Spannung zwischen Mond und Uranus und das hindert die Veränderungen, weil es ist nicht klug, gerade schnell zu handeln, sondern wichtig, etwas im Vertrauen bleiben, bis das alles im Fluss kommt und geduldig sein. Das ist wichtig, was ich auch erzählt habe vorhin. Das trifft natürlich direkt die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Werte, die Wertschätzung, aber das Ordnung zu bringen, ist nicht der richtige Augenblick, etwas zu investieren. Besonders, wenn das mit schriftlichen Sachen zu tun hat. Das heißt, Thema Finanzen, Werte, Wertschätzung ist sehr wichtig und aktuell bei den Stiergeborenen. Es ist möglich, etwas in Ordnung zu bringen, auch finanziell etwas in Ordnung zu bringen. Aber auch die Gefühle, die Werte, die Selbstwertgefühl oder Selbstwertgefühl verlangen von anderen. Das ist gut, weil das können die Stiergeborenen gerade die in Ordnung zu bringen. Aber Verträge, besonders wenn es um Investitionen geht oder um Finanzen geht, zum Beispiel einen Kaufvertrag unterschreiben oder eine erbschaftliche Sache, da handelt es sich auch um diese rechtlichen Lagen und schriftlichen Sachen oder in Bank etwas unterschreiben, wie ein Kredit gerade unterschreiben. All das kann ein Hindernis sein und führt zurzeit zu Verlust bei den Stiergeborenen. Also achten auf die schriftlichen Sachen, weil das kann ein Nachteil sein zusammen. Zurzeit lieber warten, bis eine bessere Zeitqualität da ist. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind gewisse Unsicherheiten da, aber in den kommenden Tagen kommt auch diese Leichtigkeit und nach Neumond kommt auch etwas im Schwung. Zu Hause, die wohnliche Bereich ist sehr wichtig bei den Zwillingsgeborenen und nach wie vor die Bewegung, die Veränderungen in vertrauter Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Einladungen, Besuche, Feste, all das ist immer noch wirksam bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig das innere Gleichgewicht und diese Spannung, was auch die Krebsgeborenen auch fühlen, weil sie haben einen besonderen Bezug zu der Mondenergie, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen, eher zurückhaltend sein, auf die innere Ruhe bewahren und erst wenn diese innere Ruhe da ist und die Kraft, weil im Ruhe liegt die Kraft, darf vielleicht ihre Ideen umsetzen, besonders im beruflichen Situation, da etwas noch klären. In die Liebepartnerschaft kommt etwas im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Löwen geboren ist wichtiges Thema die Partnerschaft, aber auch Karma. Und bei diesen karmischen Veränderungen oder karmischen Lernaufgabe ist nicht nur die Liebe wichtig, sondern auch die berufliche Situation. Das heißt, bei vielen Löwengeborenen kommt dieses Bedürfnis, gerade die wahre Berufung zu leben. Ich rate noch abwarten und im Neumond das alles verinnerlichen und wenn die Neumond vorbei ist, alles noch überprüfen, da sind noch Unklarheiten, Unsicherheiten da. Und wenn die Wiedermond da ist, wenn die Wiedermond kommt, dann starten. Das wäre der richtige Augenblick für einen Neubeginn. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist wichtiges Thema
die Liebe, Partnerschaft. Viele Jungfrau-Geborenen haben dieses Bedürfnis, das in Form zu bringen, in Ordnung zu bringen. Entweder in bestehende Partnerschaft die Ordnung reinbringen, die Stabilität, oder wenn das nicht funktioniert, einige Jungfrau-Geborenen trennen sich gerade und möchten sich eine neue Partnerschaft eingehen und mal das Privatleben, das Liebesleben in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Wagengeboren haben Einschränkungen momentan da. Es ist auch nicht der richtige Moment zum Handeln oder auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu beginnen. Lieber warten, bis dieser Neumond da ist, da etwas noch verinnerlichen und dann vorbereiten. Es sind noch Unklarheiten da. Aber diese Vorbereitungsphase wäre gut, und wenn der Mond im Widder ist, dann spiegelt sowieso etwas im Leben, die Möglichkeiten, Chancen und da etwas Neues zu starten. Und es gilt in allen Lebensbereichen, auch beruflich, auch in Partnerschaft. Momentan ist wichtig, zurückhaltend sein, nichts Neues anfangen, es sind momentan Hindernisse da. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren diese Spannung zwischen Sonne und Jupiter. Und da sind Unklarheiten in einer rechtlichen Lage. Oder sie fühlen sich ungerecht behandelt. Da sind die Schwierigkeiten momentan bei den Skorpiongeborenen. Die Lösung liegt in die goldene Mitte, im goldenen Schnittpunkt. Und das ist Richtung Steinbock und Saturn. Etwas noch überprüfen, Schritte machen, Klarheit zu bekommen und auch geduldig zu sein. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist eine gute Energie. Sie haben Glück, wo sie vielleicht noch Einschränkungen haben. Das sind die alten, verletzten Gefühle im Liebe, Partnerschaft. Aber wo die Kraft und die Glück liegt, das sind die berufliche Situation, Beruf und Finanzen. Da haben die Schützengeborenen eine tolle Energie und auch die Chancen, beruflich etwas Neues wagen oder da alles in Ordnung zu bringen. Da im Beruflichen und Finanzen haben die Schützengeborenen die Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen liegt die Lösung bei Gerechtigkeit. Kann auch bedeuten, dass sie sich einsetzen für jemanden, weil sie sehen, da läuft etwas ungerecht und sie überprüfen etwas oder geben die Unterstützung von anderen. Und das ist auch wichtig, dass wir im Leben immer wieder mal Hilfe, Unterstützung von anderen Menschen bekommen. Das ist auch sehr schön, mal diese Kontakte. Und die Steinbockgeborenen, aber die Fischengeborenen sind heute werden gebraucht. Die Fischengeborenen mit ihren Gefühlen und ihren Intuitionen und die Steinbockgeborenen, damit sie etwas in Ordnung zu bringen oder ihren Gerechtigkeitssinn, und somit bekommt das alles eine Struktur. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.